Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind in der vorletzten Mission der Kampagne mit C hier. Ihr seht, ich habe was übersprungen. Ich habe einfach mal oben komplett die Karte geleert. C hier hat noch 2 Level bekommen und wir werden noch Level 30 mit ihm erreichen. Ich habe ihm noch, was habe ich ihm gegeben? Meisterliche beschwörende Magie halte ich für sinnvoll. Auf jeden Fall vom Bild her für, also so vom Rollenspiel technischen her für gerechtfertigt. Und ich habe ihm noch Meister der Anrufung gegeben. Zauber Phönix herbeirufen und Elementare beschwören wird dadurch besser. Wulfi blockiert eigentlich momentan hier ganz gut den Ausgang, wo Helden herkommen könnten. So habe ich das gemacht. Und Karli, den habe ich ein bisschen hochgelevelt. Der hat hier hin und wieder mal ein paar Helden aufgerieben, die da kommen. Ansonsten, ja, die Stadt hier, die habe ich gar nicht mal so großartig weit ausgebaut. Also einfach nur so für das Notwendigste. Und hin und wieder baue ich dann auch nochmal was. Aber ich habe jetzt wenig Kreaturen weiterhin rekrutiert. Ich habe mir jetzt hier den Schlüssel geholt. Also, und ich denke mal, wenn ich jetzt hier hinlaufe und diese Schar Donnertane angreife, dann könnte ich vermutlich zu der letzten Stadt des gegnerischen Helden kommen. Ist jetzt meine Vermutung. Den Schlüssel brauche ich, um hier hinzukommen. Und ich denke, wenn ich hier hingehe, oh shit, das habe ich vergessen. Naja, egal, gut, aber das wird es nicht mehr ausmachen. Dann könnte ich dahin kommen, wo ich den Drachen finde. Also vermute ich jetzt mal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es könnte sein. Ja, hier oben alles abgeräumt, alles Dead Bunny geholt und so weiter und so fort. Vorhin noch meine Ballista verloren. Hier ist ein Riesenkampf. Aber mit sie hier schafft man das eigentlich recht gut. Also ihr seht, der hat eine ganz, ganz kleine Armee dabei. Aber weil er halt alle Zaubersprüche kann und so brutalst hohen Zauberkraftwert hat, ist der einfach extrem mächtig. Ja, Mana habe ich viel mit geschweinst immer, aber das ist eigentlich in Ordnung. So, jetzt greifen wir mal die Burschen hier an. Das wird auf jeden Fall eine lustige Nummer. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das mit den... Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Vielleicht schaffen wir es mit den 5 Burschen hier alleine. Das müssten wir mal gucken. Ja, und auf den da sollte ich vielleicht direkt mal einen Puppenspieler zaubern. So. Damit kann man halt schon mal immer einen ausschalten. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schön. Also, okay, den Skill können die ja nur einmal benutzen. Und dann wirst du direkt mal hier angreifen. Naja, ich weiß. Ach Gott, nerv mich doch nicht. Dann bekommst du einen Raserei-Zauber. Ich schieß mal auf den. So, dann greifen wir den nochmal an. Und jetzt müsste ich mir überlegen, ich glaube, ich mache eine... Wir machen mal eine Blindheit auf den. Mal schauen, wie lange das anhält. Ja, schieß mal auf den. So, dann kriegt der Bursche noch Regeneration. Die sollen sich erstmal schön gegenseitig ausschalten. Wie lange bleibt da die Raserei noch? Wie, keine anderen Effekte? Ist die Raserei bei dem jetzt gerade runter? Dann sollten wir uns darum kümmern. Dann wird das hier falsch angezeigt. Dann scheint das ein Bug zu sein. Also Raserei. Weil die Raserei-Zauber, der muss unbedingt da drauf bleiben, sonst sehe ich hier schwarz. Ah, das geht nach Aktionen und nicht nach Runden. So, so, man wird dann doch immer wieder schlauer. Dann übernehmen wir mal den hier. Ja, tritt den mal. Tret den mal, sorry. So, jetzt kriegst du noch einen Vampirismus verpasst.
So, hast du noch eine Aktion? Ne, hast du nicht. Okay, gut. Ist auch nochmal ein Raserei-Zauber. Und du greifst den im Nahkampf jetzt an. Ich habe die Tarn ein bisschen gepimpt mit dem Artefakt, das 7 Leben, 9 Angriff und 9 Verteidigung bringt. Das hat mich auch gut was an Ressourcen gekostet. Oh, nee, ist nicht wahr. Da forzt er dann einmal durch. Dann blende den mal gerade. Das geht ja gar nicht. Und wir verpassen dem noch einen Verwirrungszauber. Und wir verpassen dem noch einen Verwundbarkeitszauber. Okay, jetzt hier, schieß einmal auf den. So, und jetzt verpassen wir dem noch einen Puppenspieler und dann war's das eigentlich. Weil dadurch, dass wir den Puppenspieler drauf haben, wehrt er sich nicht. Das ist... Okay, er hat sich doch gewehrt, aber warum? Ah ja, ist jetzt auch egal. Wahrscheinlich, weil es noch... Nee. Er gibt meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Oder ich habe irgendwie was falsch geklickt, gerade kann auch sein. Aber eigentlich wehrt er sich nicht. Dafür ist der Puppenspieler halt wirklich super. Gerade wenn man so riesen Stacks von Tarnen oder also Level 6 oder 7 Kreaturen ausschalten will, da lohnt sich das halt komplett. Ja, und diese Map, ich kann es euch nur sagen, ich hock da jetzt bestimmt auch schon wieder seit 3 oder 4 Stunden dran, einfach nur bei dem Versuch, die halt leer zu räumen. Und das ist, es ist in Ordnung, ich finde es gut, dass man sich nochmal so eine kniffligere Aufgabe überlegt hat. Man muss halt immer tierisch aufpassen, weil ständig kommen irgendwelche Gegner zurück und ähnliches. Und da muss man wirklich genau hingucken. Ja, nehmen wir Licht- oder Dunkelmagie. Ich würde eigentlich sagen, weder noch, ne? Ich würde fast lieber was anderes nehmen. Weder noch auf jeden Fall. Ich nehme mal hier Lichtmagie. Vielleicht tüftle ich da gleich noch ein bisschen an sie hier rum. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ja, wir können, glaube ich, bei... Ich kann hier und hier und hier nichts vergessen. Ich kann hier vielleicht die zwei und dann das vergessen und dann gucken, ob ich dann noch einen coolen Skill bekomme. Sowas wie Angriff oder so ähnlich. Naja, speichern wir nochmal schnell. Ja, das sieht ganz gut aus hier unten. Da ist ja der Helmi. Und was bist du? Ah, das ist der Hangwul, aber Hangwul muss überleben, dachte ich. Ich muss aber so oder so an Hangwul vorbei. Okay, dann. Und du? Dann machen wir den mal gerade weg. Er mag widerlich sein, aber er ist noch nützlich. Ich sollte sein Leben verschonen. Gut, tu das. Hangwul mag ein Feind sein, aber er ist auch ein bedeutender Zwerg und ein religiöser Führer. Sein Tod würde alle Zwerge gegen Zihir und Wulfstan aufbringen. Gut. Ja, dann machen wir das nicht. Ich muss da dran vorbei? Tatsächlich. Das scheint ja fast nicht anders zu gehen. Moment. Wulfstar muss weiterkämpfen, sie hier muss überleben. Hangwul muss überleben. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum dieser Zauber mit dem... warte mal, und wenn ich jetzt so... okay. Dann ist das ja total unsinnig, darunter zu rennen. Dann laufe ich jetzt mal da hoch. So. Ja, das ist ja ein Ding, ne? Okay, also. Nee, du bleibst da.
Aber sieh hier, du hoppelst mal weiter. Bitte mal die Stadt hier, die habe ich ultra schlecht ausgebaut, aber es war ja auch eigentlich nicht wirklich nötig. Weil wir kommen mit sie hier ja einfach mit so ultra wenig Gerümpel rum. Ich habe jetzt auch gar nicht die zweite Träne von Ascha gesammelt. Gehen wir mal gerade die Puzzlekarte. Ja, fehlt doch noch ein bisschen was. Ich habe gar nicht alle Obelisken geholt. Ich war eigentlich viel mehr damit beschäftigt, die ganze Zeit diesen gelben Helden da hinterher zu räumen, die da bei mir um die Ecke spawnen. Und das ist einfach ein bisschen doof. Und weg ist er. Ich finde das interessant. Das muss interessant geskriptet sein. Dass bei dem die. So wollen wir gerade das. Dass bei dem die Hauptstadt so nah ist, dass er das alles immer. Dass er sich immer wieder zurückteleportieren kann. So, Zeit nochmal hier ein paar Kreaturen hinzuholen. Okay, sieht ganz passabel aus. Wenn wir schon dabei sind, unaufgewertete Kreaturen zu holen, dann machen wir doch direkt weiter. Dann gibt es da nochmal einen schönen langen, da war ich, ne? Okay, ja. Ja, Wulfsan habe ich nicht viel höher leveln können. Dafür habe ich ihm das komplette Set des Zwergenkönigs aufdrücken können. Das war sehr interessant. Und tatsächlich, seit er dieses Ding hat, kommen hier nur noch Level 1 Helden raus. Es ist ultra nervig, weil es ist halt mit echt eins der coolsten Sets, die es gibt. Aber diesmal könnte es vielleicht was werden. Das könnte interessant werden. Da könnte es sein, dass wir nochmal gegen Erling kämpfen. Okay, also erstmal gehst du hier hin. Sieh hier. Ein Zwerg und ein wichtiger. Sagt, seid ihr für Hangwul oder für Wulfstan? Wulfstan? Diese einfältige Missgeburt, die sich Clanführer nennt? Unfähiges, versoffenes Schwein! Dann wäre das wohl geklärt. Also werdet ihr mir wohl nicht den Schlüssel geben, den ihr bewacht. Wulfstan will Hangwul zu Arkads Altar bringen. Niemand nähert sich dem Altar, bis die Zahl der Thronanwärter sich auf einen verringert hat. Auf mich! Ihr seid auf niemandes Seite, oder? Auf meiner eigenen. Und weder diese Narren noch ein Irrer, der sich wie ein Musikant kleidet, können mich davon ab. Wen meint er damit? Schade, dass ihr abtreten müsst. Ihr habt etwas Perfektes. Jede unschöne menschliche Eigenschaft in einem Wesen gebündelt. Ach, ich muss jetzt gegen den kämpfen. Ja, vielleicht sollte ich dann noch ein bisschen mehr als 28 Magier, 25 Djinn und 5 Titanen mitnehmen. Dann machen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Ach, stopp. Den Kampf mit dem Set des Zwergenkönigs, den wollte ich euch ja noch ganz kurz zeigen. Das können wir vielleicht noch gerade machen. Dann nehmen wir nämlich hier den Wulfi, dann kann der das nämlich mal gerade zeigen. Ich muss gerade gucken, stehen wir so richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich stell du dich mal hier hinten auf. Und den nehme ich gar nicht mit. Und du stellst dich hier rüber. Du vielleicht mal so hin. So, dann gehst du dahin, ganz außen. Bäm, da haben wir es. Das ist halt so krass genial. Man kriegt halt so coole Boni dadurch. Na, nehmen wir doch mal die Rune des Stürmens. Ich weiß gerade gar nicht, ja, stürm mal den hier. Aber jetzt mal von dieser Sonderfertigkeit abgesehen, die wir da noch hätten einsetzen können. Vergeistige mal gerade. Gar nicht mal so schlecht. Oh, okay. Ne? Aber ich wollte es nur mal kurz gezeigt haben, weil dieses Set des Zwergenkönigs ist einfach nur mega genial. Also bis gleich.
So, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe C hier noch um ein Level anheben können. Und zwar habe ich ihm tatsächlich noch den Angriffsskill verpassen können, den ich für ihn ganz gerne gehabt hätte. Ob das jetzt wirklich die beste Wahl ist, ich bin mir da nicht wirklich sicher. Man könnte sehr wahrscheinlich auch was anderes nehmen. Relativ gut wäre zum Beispiel was aus dem Bereich Lichtmagie, dass man solche Sprüche wie Eile und Zähigkeit immer auf alle eigenen Kreaturen wirken kann. Oder aus dem Bereich Dunkelmagie, dass man Verlangsamung und Verwirrung auf alle gegnerischen Kreaturen wirken kann. Das wäre auch eine sehr, sehr feine Sache. Also zum Beispiel massenhafte Verwirrung ist immer ein sehr guter Zauber. Aber das habe ich jetzt nicht mehr komplett durchgezogen. Ich habe fast ein halbes Jahr jetzt auf dieser Map verbracht, habe also eine sehr starke Armee zusammenbekommen, habe sie hier außerdem jetzt mit dem Kürass der Zwergenkönige ausgerüstet. Das sollte helfen gegen die Gedankenkontrollzauber von Rolf. Da müssen wir mal schauen. Der spielt ja mit Sandors Umhang, um das schon mal an der Stelle vorwegzunehmen. Also Rolf hat Sandors Umhang. Hebt feindliche Immunität gegen jede Art von Gedankenkontrolle auf. Ist klar, warum. Weil er mit Puppenspieler spielt und damit natürlich entsprechend mächtig ist. Ich versuche jetzt erstmal hier ein Gefecht, ohne dass ich selbst Puppenspieler einsetze, zu schlagen. Der Großteil meiner Armee besteht aus Zwergeneinheiten. Das hat ganz einfach was damit zu tun, dass es hier wesentlich dass wir einfach wahnsinnig schnell mit diesen Zwergenkreaturen wachsen. Also wir haben sehr viele Dwellings auf der Karte, wo man sehr viele Kreaturen bekommt. Es gibt mehrere Militärstationen. Ich habe eine zweite Stadt, mit denen ich noch zusätzliche Einheiten bekomme. Und ich habe ja außerdem noch Aschas Träne in der einen Zwergenstadt installiert. Die andere Aschas Träne habe ich jetzt gar nicht mehr eingesammelt, die lasse ich auch weg. Das hat gar nicht mehr so viel Sinn für meine Begriffe, sich da jetzt auch noch mit abzuplagen. Man braucht es einfach nicht wirklich. Und naja, jetzt habe ich hier eine sehr starke Zwergenarmee mit sie hier. Hier habe ich noch meine Titanen mit plus 9 Lebenspunkten und plus 11 auf Angriff und Verteidigung jeweils. Schauen wir mal, wie die sich machen. Aber hier 74 Magma-Drachen. Das ist natürlich hier die Schlange der Einheit. Und hier sehen wir den Spezialeffekt des Kürass der Zwergenkönige. Ich kann jetzt natürlich hier mit den Zwergen keine Runen einsetzen. Kann auf der anderen Seite aber auch leider diese Schlacht hier nicht mit Wulfstan machen. Das wäre vielleicht eigentlich auch ganz cool gewesen. Wäre sicherlich nicht so schlecht gewesen. Also wir kriegen direkt mal das da will ich dann aber nicht. Nee, das ist mir dann zu schlecht. Ich habe es jetzt so, mit Wulfstan hier zu kämpfen wäre sicherlich halt eben auch ganz cool. Dann kann man auch mit der Zwergenarmee hier kämpfen und die Runen einsetzen. Aber Wulfstan soll ja im Untergrund bleiben und wird gar nicht hier großartig rumrennen. Ja, und wenn man sich darauf einlässt, die Gegner immer wieder aufzureiben, dann passt es eigentlich, dass man sich irgendwann so eine Riesenarmee zusammenschustert. Und sind wir ehrlich, wenn man oben alle Boni abgreifen will, dann dauert das halt auch einfach entsprechend. Ich schaue mal schnell, sie hier ist relativ bald dran. Das heißt, ich werde mir hier einen arkanen Kristall vorne dran pflanzen. Und als allererstes schießen wir mal auf die Tarne schlag ich vor. Wohl. Ja, doch, machen wir mal. Schießen wir mal auf die Tarne. Und auch hier benutzen wir natürlich die kinematische Kamera. Haben ihn geblitzt. So, und dann ist es mal wieder Zeit für einen arkanen Kristall. Den setze ich ihm einfach hier vorne hin. Der ist natürlich auch mit meisterlicher beschwörender Magie extrem stark. Oh, er hat nur einen Drachen gekillt. Heftig. Oder hat er einen von den Titanen gekillt? Ich habe es jetzt gerade nicht genau sehen können. Ja, dann schießen wir die Tarne doch mal weg. Und hier habt ihr wahrscheinlich auch gerade wieder gemerkt, das Geschosse ablenken durch diese Zwergenrüstung ist. Das ist einfach sehr, sehr mächtig. Okay, wir schießen auf die
Schwarzbärenreiter. Und er läuft direkt also los, ne? Also er hat da keine großartige Chance hier zu schießen. Ja, einen Feuerball kann er zaubern, aber das ist ja mehr so Kosmetik. Entsorgen wir erstmal die Schwarzbärenreiter. 73 Drachen, da hat er keine Chance. Und jetzt kommt das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, dass nämlich unser, also das habe ich glaube ich gerade eben schon gesagt, aber ich erwähne es nochmal sicherheitshalber, unser Kürass, der Zwergenköniger, das komplette Zwergenkönigsset scheint Rolf daran zu hindern, hier die Gedankenkontrollzauber einzusetzen. Halte ich für sehr wichtig. Das war sogar eine glückliche Attacke. Halte ich für sehr wichtig. Ist relativ stark, wie ich finde. Wir wollen halt auf jeden Fall vermeiden, dass Rolf hier anfängt, Puppenspieler und ähnliches zu zaubern. Ja, machen wir doch mal göttliche Vergeltung. Zauber, den ich noch nicht so oft eingesetzt habe. Oh, und er widersteht. Schade. Ja, also wie gesagt, Rolf hat Sandors Umhang dabei. Man ist auf jeden Fall gut beraten, wenn man dieses Set der Zwergenkönige komplett besitzt. Das war aber eine schwache Leistung, Junge. Da müssen wir jetzt gleich runter. Hier brennt die Erde. Das ist nicht so gut für uns. Oh, das war es dann aber für die Drachen. Heftig, dass die also so ganz abkacken, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, wir haben mit Zihir einen sehr hohen Angriffswert. Ich habe Zihir ja als Offensivhelden geskillt und das ist, glaube ich, schon bisher ganz gut aufgegangen. Ja, dann setzen wir doch mal unsere Drachen in Bewegung, hä? Und Rolf scheint Skills zu haben, dass der mehr Feuerbälle zaubern kann, oder? 5 von 25 Mana. Naja, obwohl, muss gar nicht unbedingt sein. Ja, mach doch mal hier einen Vampirismus drauf. Vielleicht ganz cool. Für die Burschen. Und da steht dann auch schon einiges wieder auf. Das ist immer ein bisschen problematisch. Bei den Tarnen wird einem ja nicht angezeigt, wie viel die jetzt genau killen, weil einfach ein gewisser Teil des Schadens, den die anrichten, ja durch die durch diese Blitze verursacht wird, diese Blitzwirkung des Schlags. Ja, und dann können wir doch jetzt mal hier unseren ultimativen Skill mit den Titanen einsetzen. Versuchen wir das nochmal. Und dann haben wir einen Blitz herbeigerufen und dann ist das so insgesamt eine runde Sache geworden, oder? Wir haben relativ viel verloren, aber das ist nichts, wenn wir mal vergleichen, was der Rolf da alles ins Rennen geschickt hat. Aber wir hatten einfach eine Armee, die mehr als doppelt so groß war. Wir konnten ihn einfach hier, in Anführungszeichen, sage ich mal, auswachsen, dadurch, dass wir einfach viel mehr Kreaturen als Ressourcen haben. Aber dementsprechend lange hat das hier auch gedauert. Ja, Sandors Umhang, da hat er ihn. Jetzt haben wir ihn zweimal. Die Stiefel des Magieschutzes hatte er. Das hat man auch dann gemerkt. Was hat er noch? Ring des Blitzschutzes. Das war es dann, glaube ich, auch, warum der so wenig Schaden von den Tarnen genommen hat. Normalerweise sind die ja ein bisschen stärker. Er hat außerdem Feuerschutz mit dem Eiskristallschild. Das ist auch relativ gut. Jetzt so für eine Standard, also für so ein Standardabenteuer oder so ein Standardszenario ist es ein ziemlich gutes Artefakt, finde ich. Und ja, dann hatte er noch den Ring des Bannens. Also wenn wir mit Phantomarmeen angekommen wären, da hätte er was gegen machen können. Aber die haben wir ja gar nicht eingesetzt. Wie gesagt, das Set der Zwergenkönige mit einem plus 40% Bonus auf Magieschutz, das scheint doch hier seine Wirkung gezeigt zu haben. Und insgesamt in Kombination mit den Zaubersprüchen, die wir direkt gewirkt haben, also kollektive Zähigkeit und kollektives Geschoss ablenken, das ist einfach extrem stark. Hinzu kommen halt eben noch die Immunitäten. Gut, das war jetzt natürlich mit Sandors Umhang, war das natürlich nochmal was anderes, aber wir waren unanfällig für Verlangsamung, für Implosion, für Raserei
und für den Zauber Blindheit. Insgesamt eine coole Kombination. Eines meiner Lieblingssets auf jeden Fall. Ist auch definitiv eins, was sehr, sehr, sehr schwierig zu kriegen ist. Aber es ist immer toll, wenn man es hat. So, und dann könnten wir eigentlich schon hier in das Zweiwegportal gehen. Und dann werden wir gleich den mächtigen Drachen treffen. Gucken wir uns das doch mal an. Das hat lange genug gedauert. Manche von uns müssen ohne die Hilfe fliegender Städte laufen. Und ihr seid... Hangwohl. Hübsche Kleider habt ihr da, Ungläubiger. Wulfstern, soll das heißen, dieses Mädchen soll mit Arkad reden? Ist er immer so nett? Eigentlich nicht. Glaubt ihr, das ist es? Wir werden sehen. Sieht gut aus. Ich weiß nicht. Der Ort war lange verschollen. Er will Arkad gefunden haben? Dieser Trottel könnte ohne Hilfe nicht mal seinen Hintern finden. Allmächtiger Herr der Schmiedefeuer, das Feuer unserer Verehrung brennt in unserem Herzen. Ungläubiger. Er redet mit euch, Hangfurt. Ich habe Jahre gewartet. Endlich kommt einer und weckt mich. Wir kämpfen schon so lange gegen Dämonen und uns selbst, dass es keine Vernunft mehr gibt. Du hast uns verlassen. Sakrileg! Ihr habt mich enttäuscht. Wie auch Elrath und Sylana. Ich ging, als ihr Dämonen und ihre Freunde auf mein Land bliesen. Ich ging, als Hangwul die Seele der Zwerge verriet. Als er sie von Brüdern in Not abwandte. Ah, ich hab nicht... Ja, wir haben Probleme mit Dämonen in Klauenmacht. Es macht dir doch nichts aus, wenn wir helfen und ein paar gehörnte Schädel einschlagen. Säuber das Reich meines Bruders Elrath. Wo Urnas Saat aufgeben, soll sie zertreten werden und verdauen. Zumindest einer gibt hier Befehle, die mir gefallen. Jetzt ist es an dir zu befehlen. König Wulfstar. Nun denn, nehmt wie ihr könnt und eilt auf dem schnellsten Weg nach Klauenwacht. Noch Fragen? Nur eine. Was soll ich tun, mein König? Oh lala, Wulfstern ist dann jetzt doch endlich König geworden. Ja, feine Sache, cool. Okay, sehr interessant auf jeden Fall die Deutung Zehirs durch die Zwerge. Also jetzt aus anthropologischer und ethnologischer Sicht auf jeden Fall interessant. Ja, ihr seht, ich habe diese Ressourcen am Ende ganz schön gehortet und gar nicht mehr ausgegeben. Man hätte nur Artefakte schmieden können und vielleicht tatsächlich sogar mit einer Zehir-Armee hier antreten können, aber wozu? Ist jetzt auch gar nicht so unbedingt nötig. Also diese Deutung zu hier ist dann seine Aufmachung als Frauenkleider und ähnliches. Das ist ja wiederum relativ interessant, weil Hangwul und der Wulfstan, also vor allen Dingen hier halt eben der Hangwul, ne, die kennen das halt nicht, dass man so eher luftige, weite Gewänder trägt und dann interpretieren sie das direkt als Frauengewänder, wobei das ja jetzt hier direkt in einer abwertenden Weise verwendet wird. Ich finde das irgendwie sehr interessant, also wie da mit diesem Stereotyp gespielt wird, finde ich das jetzt überhaupt nicht schlecht. Was ich auch ganz cool finde, ist, wie das halt so storytechnisch jetzt weitergeht und ich finde es auch gut, dass Wulfstan endlich mal König geworden ist, das hat er auf jeden Fall verdient. Möchte da an der Stelle aber vielleicht noch anmerken, dass es vielleicht etwas stimmungsvoller gewesen wäre, wenn man auf die Stimme des Drachen
Arkad oder wie er jetzt hieß, einen Hall-Effekt oder ähnliches gelegt hätte. Ich guck mal, ob ich daran denke. Und das, ich probiere es mal aus in dem Video. Wenn es sich nicht gut anhört, habe ich es wieder rausgenommen. Na, aber dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Und also das hätte ich vielleicht etwas stimmungsvoller gefunden, vor allen Dingen, weil man ja in so einer riesigen Halle ist. Ansonsten ist es cool gemacht, der Magma-Drache sah richtig, richtig cool aus, hat mir von der Optik her super gut gefallen. Und ihr seht, wir waren also fast ein halbes Jahr auf dieser Karte unterwegs. Das hat richtig lange gedauert, vor allen Dingen oben diese Oberfläche abzugrasen und alles. Und da kann ich euch auch nur nochmal sagen, das ist eine Map, die insgesamt sehr, sehr lange braucht. Was können wir noch machen? Oder was können wir noch sagen? Ich habe diese Mission hier als relativ spannend am Anfang empfunden. Gegen Ende war es ein bisschen langatmig. Aber gut, gucken wir mal, wie das weitergeht. Es kommt ja jetzt die letzte Mission im nächsten Part. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und die wird nochmal, glaube ich, unterteilt sein in mehrere Nebenquests. Oder so kleinere Missionsetappen. Wir werden auf jeden Fall sie hier wieder spielen. Und da hoffe ich mal, dass er die Artefakte jetzt behält, so wie er sie hat. Es könnte ansonsten sein, dass es da ein bisschen buggy ist und dass er nicht alle Artefakte mitnimmt. Aber das fände ich extrem schade. Also ich habe insbesondere dieses Set des Zwergenkönigs hat mir gut gefallen. Das habe ich jetzt relativ spät alles zusammengekriegt, weil die Artefakte dafür auch größtenteils an der Oberfläche liegen und da kommt man halt auch nicht so gut hin. Ich würde ansonsten sagen, macht's einfach gut bis zum nächsten Part und dann, ja, sehen wir uns dann im nächsten wieder. Macht's einfach gut bis dahin, ne? Tschüss. Ah, und lang lebe der Greif, denn da geht's jetzt hin.